Schönen guten Tag, mein Name ist Albrecht Merger, ich bin der Küchenchef und ich werde heute Schweinsmedaillon vom Wildschwein zubereiten auf Gänsebrust Carpaccio mit karamellisierten Grapefruitspalten. Zu dem Zweck habe ich mir Wildschweinfilet besorgt und aus dem Wildschweinfilet schneiden wir jetzt zwei Medaillons heraus, die wir dann gleich klopfen. Wildschweinmedaillons vom Wildschweinfilet deswegen, weil Wildfleisch ein ganz natürliches und naturbelassenes Fleisch ist. Es wird also nicht zugefüttert, außer in strengen Wintern, wo die Schweine dann zusätzlich Eicheln und Kastanien und sowas bekommen. Aber ansonsten sind hier keine Haltbarkeitsmacher dran oder irgendwelche versteckte anderen Medikamente, die man fürs Leben nie braucht. Also Wild ist mein Favorit, weil es für mich das gesündeste Fleisch ist. Das edelste natürlich vom Wildschwein und passend vielleicht für Weihnachten wäre das Wildschweinfilet. Zu dem Zweck gebe ich jetzt erstmal etwas Öl in die Pfanne. Sparsam können wir damit umgehen. Und kurz bevor das Fleisch in die Pfanne kommt, wird es gewürzt von beiden Seiten. Salz und Pfeffer nehme ich da ganz puristisch. Das ist das Einfachste, was ist. Und auf kleiner Flamme wird es dann ganz langsam gebraten. Weil in starkem Bratprozess würde jetzt das Fleisch zu stark verkrusten. Ja. Und auch wenn das dann zu lange auf dem Ofen oder auf der Pfanne ist, wird das Fleisch hart und zäh. Angestochen wird es möglichst nicht, um keine Rostflüssigkeit austreten zu lassen. Für die Grapefruitspalten brauchen wir natürlich wieder eine neue Pfanne und etwas Butter. Jetzt ist die Butter verlaufen, etwas angebräunt, das ist wunderbar. Und jetzt geben wir den Honig aus dem Spender dazu. Sie können natürlich auch festen Honig nehmen, den Sie dann aus dem Glas rauslöffeln. Überhaupt kein Problem. Das ist dann vollkommen egal, ob das ein flüssiger Honig oder ein fester Honig ist. Sie sehen hier am Rand bildet sich schon dieser Honigkaramell. So, das soll genügen. Das darf natürlich nicht zu braun werden. Und da hinein legen wir jetzt die vorbereiteten Grapefruitfilet. So, und wer vielleicht diese herzbittere Note dieser Grapefruit nicht mag oder vielleicht nicht übertrieben hat, da könnte noch etwas Preiselbeerkonfitüre mit zusetzen, was dann auch gleichzeitig noch einen schönen Farbton bringt. Und zum Schluss löschen wir das mit etwas Rotwein ab. Und nehmen schon von dem Feuer. Dann muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob die Medaillons rosa oder englisch gebraten sein sollen. Die sind jetzt schon als Medium zu betrachten und können sie dann vom Feuer nehmen. So, jetzt habe ich hier schon mal ein Carpaccio vorgeschnitten und kühl gestellt gehabt. Das ist von der Gänsebrust. Sie sehen, hier haben wir überall dann ringsum diesen Fettrand von der Gänsebrust. Wer den nicht mag, könnte das schon vorneweg abschneiden. Aber ein bisschen Fettigkeit ist nie verkehrt. So. Und damit diese geräucherte Gänsebrust, die natürlich beim Fleischer oder beim Gänsebrötenzüchter schon geräuchert wurde, aber nochmal einen richtigen Räuchergeschmack bekommt, stülpe ich hier eine Glocke drüber und dann gibt es nochmal so ein kleines Räuchergerät. So, jetzt lassen wir das kurz einwirken. Es ist ganz einfacher, Buchenrauch. Ja, wir haben also jetzt in so einer kleinen Räucherpfeife einen Buchenrauch hergestellt, wie das beim Fleischer auch im Großen passiert. Sowas gibt es im Fachhandel oder über das Internet, ist eine Räucherpfeife.
Ja, da hat man hier oben kommen die Räucherspäne rein, in dem Fall also richtige Buchenspäne. So, und das wird natürlich gezündet. Hier drin ist ein kleiner Ventilator, über den dann wie bei einer Tabakspfeife der Rauch angezogen wird. Ist natürlich heutzutage in den Gaststätten wahrscheinlich verboten, weil nicht mehr geraucht werden darf. So, aber wenn wir das jetzt beiseite heben, haben wir hier nochmal einen wunderbaren Rauch entwickeln. Und hierauf setzen wir jetzt die gebratenen Medaillons, die karamellisierten Grapefruitspalten dazu. Hier sind sie schon etwas zu lang. Ein kleines Sträußchen Petersilie. Das wäre jetzt der fertig gestaltete Teller, zu dem Sie dann alle möglichen Beilagen sich aussuchen könnten. In dem Sinne, guten Appetit wünsche ich und alles Gute für die kommende Zeit. Danke. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.